Hallo, mein Name ist Frank Bendler, ich bin Vollzeit im T-Shirt-Business tätig und will dir hier in diesem Video eine kleine Hilfe geben für alle Anfänger, die halt darin Fuß fassen wollen. Was brauchst du alles an Papierkram, was brauchst du an Materialien, was kriegst du woher? Und all diese Fragen, die wirklich wichtig sind, wenn du im T-Shirt-Business erste Schritte unternehmen wirst. Und deswegen fangen wir auch gleich, ohne lange an zu quatschen, damit an. Als allererstes, was du brauchst, ist natürlich, gut, wir sind in Deutschland, den Papierkram, hier den Gewerbeschein, GWA 1 heißt der, und den kriegst du bei deinem zuständigen Gewerbeamt. Kostet dich so 25 bis 50 Euro, dauert 5 bis 7 Tage auszufüllen und dann kriegst du in so 10 Tagen bis 14 Tagen deine, hoffentlich natürlich deine Umsatzsteuer-ID. Manchmal dauert es ein bisschen länger, ansonsten kannst du auch anrufen, dann geht es schneller, die geben sie dir per Telefon durch und du hast schon den ganzen Papierkram erledigt. Es ist wirklich nicht viel, die Abrechnung am Jahresende, die ist auch nicht kompliziert, also da ist es wirklich nur Einnahmen minus Ausgaben, was bleibt übrig, das kann versteuert werden und du kannst schon loslegen. So, jetzt geht's ab zur Hardware. Was brauchst du an Sachen, um überhaupt erste Schritte im Shirt-Business machen zu können? Klar, du kannst Vektoren einmal selber erstellen oder sie halt erstellen lassen. Fürs Erstellen lassen brauchst du sicherlich nicht ganz so viel Hardware-Power wie zum selber erstellen, aber das hält sich auch in Grenzen, denn diese Programme sind nicht wirklich so extrem fördernd und jeder normale Standard-Laptop sollte mit diesen Programmen auch schon umgehen können. Was auch immer gern gefragt wird, bringt es denn was, so ein Grafiktablet zu kaufen? Grafiktablets sind eine tolle Sache, sind leicht, sind dünn, kannst du überall mitnehmen, aber das ist es auch mehr oder weniger schon, denn ich finde es vom Arbeiten her ist es ziemlich umständlich, also mit Cloud zu arbeiten, dass du da erst die Vektoren runterlädst, dann hochlädst, dann hier wieder einfügst und so weiter und so fort. Beim normalen Laptop ist es natürlich deutlich einfacher, da erstellst du eine Datei, ziehst die in irgendeinen Ordner und bist halt einfach fertig. Da muss jeder selber wissen, so ob du halt mit dem Tablet eher arbeiten willst oder ob du einen Festnetzrechner nimmst. Ich gebe dir den Ratschlag, nimm einen normalen Laptop oder halt einen Festnetzrechner. Es arbeitet sich damit deutlich einfacher. Eine andere Sache, die du natürlich auch noch einrichten solltest, ist PayPal, denn Auszahlungen, Bezahlungen, neue Vektoren kaufen, Designer einstellen und so weiter. Das funktioniert halt alles mit PayPal, also ein PayPal-Konto sollte schon jeder spätestens zum Einstieg dieses T-Shirts oder dieses T-Shirt-Business einfach mal haben, damit er halt da wirklich sich die ganzen Materialien auch besorgen kann. Bei den Materialien angekommen, fangen wir jetzt natürlich an, erstmal uns mit den Designprogrammen zu beschäftigen. Mit welchen Programmen arbeitet man hier? Wie kann man seine Designs zusammenstellen? Prinzipiell gibt es zwei gute Programme, die ich dir damit empfehle. Die allererste, die ich aussprechen will, ist der Adobe Illustrator. So, kommen wir nun mal zu den Programmen, die wir benutzen, um T-Shirt-Designs überhaupt zu erstellen oder diese halt zu bearbeiten, wenn wir sie von Designern bekommen. Das sind sogenannte Vektorenprogramme und was da der Unterschied ist, will ich dir hier einfach mal zeigen. Normalerweise ist es so, du hast halt irgendwo hier, sag ich mal, ein Programm, womit du was zeichnen kannst, aber wenn du da ein bisschen näher ranzoomst, einfach mal, dann siehst du, dass diese Kanten hier wirklich keine glatten Kanten sind, sondern wirklich nur aus solchen Würfeln oder halt Quadraten einfach mal bestehen, den sogenannten Pixeln. Das ist jetzt eine Pixelgrafik. Okay, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Machen wir das einfach mal so. Aber es gibt halt noch die andere Version und zwar die sieht so aus. Da kannst du ranzoomen, so viel du willst und trotzdem bleibt das immer eine glatte Linie. Das sind sogenannte Vektoren und damit arbeiten wir in der T-Shirt-Szene. Sicherlich, du kannst die natürlich auch in dem dementsprechenden Format dann exportieren als PNG. Wenn das Design schon in der Größe her angepasst ist, dann ist es auch egal und kannst die dann dementsprechend hochladen. Vektoren funktionieren ungefähr so, das sind wirklich einzelne Elemente, die du hier zeichnest und individuell bearbeiten kannst. Also wenn du dir das Ganze hier anguckst, ich kann diese Sachen hier selber zeichnen, also indem ich jetzt zum Beispiel hier einen Zeichenstift nehme, da sage ich jetzt mal so ein bisschen hier irgendwas, da sage ich jetzt mal so ein bisschen hier was aufspanne, na, machen wir es nochmal neu, ist ein bisschen zu hoch geworden jetzt, aber ist egal, Machen wir das Ganze einfach mal so. Ich könnte jetzt hier was reinzeichnen. Ich kann mir auch so oder mich halt so an fertigen Elementen einfach mal bedienen. Mach das Ganze jetzt tschock. Jetzt einfach mal hier so. Könnt jetzt hier anfangen, noch andere Sachen reinzumalen und macht die sogar zum Teil so übereinander und kann damit natürlich dann Effekte erschaffen. Kann die hier nehmen, manipulieren und größer, kleiner machen, anpassen und was du auch halt immer daran machen willst, mit Effekten belegen. Und damit halt coole Designs einfach mal erschaffen. Das sind so zwei Arten oder zwei Programme, mit denen wir hier in dieser Szene arbeiten. Wie gesagt, sogenannte Vektorenprogramme, um die kommst du irgendwo nicht drum rum. Es ist die günstigere Variante, als dir erstmal auf gut Dünken, sag ich mal, bei irgendjemandem 1000 Designs erstellen zu lassen. Gut, jetzt hast du die Programme, kannst damit arbeiten, aber wo kriegst du die Materialien her, die denn
diesen Programmen einfach mal benötigt werden. Und das gibt es auf zwei oder verschiedenen Seiten. Fangen wir mal erstmal an, nämlich mit den Schriftelementen. Du hast einmal Schriftelemente und dann hast du natürlich noch Bildelemente. Diese zusammengefügt ergeben dann das T-Shirt-Design, dass du einen Spruch hast mit entsprechender grafischer Gestaltung. Und da will ich dir jetzt zeigen, wo du diese beiden Sachen einfach mal herkriegst. Die Schriften findest du auf Seiten wie dafont.com. Da kannst du halt ziemlich viele verschiedene Styles, sage ich mal, so auswählen. Nehmen wir zum Beispiel mal hier sowas mit Highschool, könnten sagen, okay, ja, sowas ist cool. Allerdings müssen wir da natürlich auch sicher gehen, dass das wirklich kostenlos ist und dass wir das Ganze auch so verwenden dürfen. So, wenn ich da jetzt einmal raufdrücke, filtert er mir nochmal raus, was darf ich hier nehmen, kann hier raufgehen und mir hier diese Dateien einfach runterladen, in meinen Laptop rein installieren und dann kann ich auch schon loslegen, diese Schriften zu verwenden. Bei den Bildern gibt es dann Portale sowas wie freepik.com mit K geschrieben hier. Dann haben wir dann hier noch Deposit-Fotos und so weiter und so fort. Da gibt es viele verschiedene Vektorseiten oder Stockseiten, wo du so eine fertigen Bilder einfach mal herkriegst. Das Wichtige daran ist natürlich, wenn du jetzt hier so ein Bild hier hast und dir sowas runterladen willst, solltest du natürlich ganz genau hier einfach mal hingucken, was du überhaupt hiermit kriegst, weil hier steht schon das Wort Standardlizenz und wir brauchen das Ganze immer in erweiterter Lizenz. Erweiterte Lizenzen, die sehen in etwa so aus, das mal hier das Beispiel für den Skull, den habe ich zum Beispiel auch öfter mal in Verwendung und da siehst du auch wirklich, dass da bestimmte Kennzahlen drin sind, also nicht nur du hast denjenigen von dem geht's an den, gleichzeitig hast du eine Design-ID bei, du hast ein Datum dabei, du hast ein Beispielbild dabei und so weiter und so fort, dass du da wirklich eine Übertragung siehst von dieser Person zu der anderen. Wenn du jetzt bei irgendwelchen Agenturen dir, sag ich mal, T-Shirt-Designs einkaufst, dann kannst du die auch nicht so einfach hochladen, wenn du dazu nicht die entsprechende Lizenz hast, denn du weißt ja nicht, wo hat derjenige das her. Es gibt natürlich Seiten sowas wie Pixabay.com, darauf kannst du natürlich kriegst du auch ziemlich viele Sachen sogar kostenlos. Allerdings hast du da das Problem, gib mir 5 Minuten, ich lade dir ein Adidas-Logo hoch und das heißt nicht, dass du Adidas auf irgendein T-Shirt drucken kannst. Markenrechtlich gesehen und auch sogar auch von der Lizenz vom Erstelldatum. Wobei ich dann halt auch nicht unbedingt da ein Urheberrecht drauf habe, weil Adidas ist halt nicht von mir. Tja, was mache ich denn jetzt, wenn ich bestimmte Sachen habe, die ich nicht verwenden darf? Entweder vielleicht Namen oder halt Bilddateien und so weiter und so fort. Wie kriege ich sowas überhaupt raus? Und das funktioniert hier über dieses Deutsche Patent- und Markenamt. Ist zum Beispiel eine der Seiten, wie man das Ganze benutzen kann. Da kannst du nämlich hier bei dem Register einfach mal raufgehen und dann bei Marken gucken und siehst hier so eine schöne Maske. Da könnte ich jetzt zum Beispiel eingeben Nike. Da könnte ich jetzt zum Beispiel eingeben Nike und dann sehe ich hier ganz genau, okay, wer hat das eingetragen, Marke eingetragen, so nach dem Motto, kann mir die ganze Sache hier nochmal genauer halt angucken und gucke mir natürlich dann auch an, in welcher Klasse oder in welcher Nizza-Klasse ist dieses ganze Ding hier festgelegt. Zum Beispiel hier haben wir die sogenannte Nizza-Klasse 25. 25 sind übrigens T-Shirts und damit weiß ich darf Nike nicht auf einen T-Shirt drücken. Es gibt natürlich noch viele weitere Möglichkeiten, um da Research zu betreiben, trademarkia.com und so weiter und so fort. Also bei vielen Portalen kannst du Markenrechte halt nachklären. Sei dir natürlich bewusst, es gibt Deutschland oder Europa und natürlich auch Amerika und da gelten jeweils andere Sachen, je nachdem, was für ein Patent derjenige hat. Hat das nur in seinem Land, hat das europaweit, hat das vielleicht weltweit und das Ganze solltest du dementsprechend nochmal prüfen. Die goldene Regel, die es einfach zu beachten gibt, wenn du keinen Stress haben willst, musst dir erst überlegen, lass es sein, such dir was anderes. T-Shirt-Designs kannst du in so vielen verschiedenen Nischen machen, mach dich einfach nicht verrückt. Such dir eine andere Nische einfach mal raus, such dir ein anderes Design raus und ich bin sicher, du wirst da fündig, weil einfach mal ein T-Shirt-Designs, daran gibt es wohl wirklich genug und man muss sich nicht verkrampft an irgendeine Sache hängen, nur wenn man wirklich glaubt, das wäre jetzt der Durchbruch. Glaub mir, dir fallen noch in den nächsten Wochen und Monaten sehr viele andere Designs ein und da ist es gar nicht mehr so schlimm. So, deine T-Shirt-Designs sind fertig, jetzt müssen sie irgendwo hochgeladen werden und das machst du auf den dementsprechenden Print-on-Demand-Portalen. Spreadshirt, Shirty, Teasely und Co., die sind da denn deine Ansprechpartner der Wahl. Und da musst du natürlich auch wissen, okay, wo macht es jetzt mehr Sinn? Soll ich bei Shirty hochladen? Soll ich bei Teasely hochladen? Soll ich bei Spreadshirt hochladen? Bei Amazon MBA? Bei Redbubble und so weiter? Da gibt es ja wahnsinnig viele Print-on-Demand-Anbieter und einfach mal da einen Überblick zu kriegen, ist relativ simpel. Denn alles, was du dafür tun musst, ist einfach mal in deinen Laptop aufzuklappen und auf so eine ganz tolle Seite zu gehen. Und zwar, die nennt sich simila.web.
SimilarWeb habe ich auch schon ein paar Mal angesprochen. Da könnt ihr hier oben einfach mal Seiten eingeben. Wir machen jetzt zum Beispiel mal shirty.com und geben das Ganze hier ein. Ups, jetzt habe ich wieder nicht geklickt. Und dann kannst du, wenn du ein paar Sekunden wartest, hier einfach mal den durchschnittlichen Traffic sehen. Wir sehen, der ist sogar jetzt in den letzten Monaten ein bisschen hochgegangen, ausnahmsweise. Aber was du halt auch vergleichen kannst, zum Beispiel wie bei, machen wir mal Spreadshirt im Vergleich. Machen wir zum Beispiel kommen. Nur, dass er mal den Unterschied sieht. Dann habt ihr hier halt nicht mehr 200.000, sondern schon 3,8 Millionen. So, jetzt könnt ihr euch da ausrechnen, dass es natürlich wahrscheinlich besser ist, bei Spreadshirt.com hochzuladen als bei Shirty, aber das aufgrund nur einfach mal der Traffic-Zahlen. Muss jeder natürlich selber wissen, wo er da so seine Arbeit reinsteigt oder reinsteckt. Allerdings beachte eine wichtige Sache. Portale, die noch klein sind und gerade eher oder frischer am Markt, nenne ich es jetzt einfach mal, bieten natürlich auch mehr Chancen, dementsprechend zu wachsen. Und wenn du dich da mehr positionieren kannst, denn andere Leute wissen das nämlich auch, hast du die Chance, einfach mal da dir gleich ein besseres Standbein aufzubauen für die Zukunft. Und das kann dir auch einen deutlichen Vorteil einfach mal geben. Also du musst immer so beide Seiten der Medaille abwägen, was natürlich auch so ein bisschen in deinem Falle ja zu beachten ist. Genauso ist natürlich eine andere Regel. Pareto kennt jeder, diese 80-20-Regel, wo was bringt, also 20% der Arbeit bringen 80% des Erfolges. Da solltest du natürlich auch drauf achten. Wenn du jetzt persönlich irgendwie besser auf Amazon bist, dann bleib doch auch mehr bei Amazon und versuch dich denn nicht auf irgendwelche anderen Portale durchzuringen, wenn du schon weißt, okay, hier kommen Erfolge und bei den anderen ist es halt deutlich schwieriger. Natürlich vernachlässige die anderen Portale nicht, aber konzentriere dich immer auf das Portal, was halt bei dir am besten einfach mal von Anfang an läuft. So, und jetzt kommen wir zur wichtigsten Sache, um im T-Shirt-Business erfolgreich zu werden. Die habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben. Und zwar, lass mal ein Abo da. Hier auf diesem YouTube-Kanal, da gibt es sehr viele Infos und sehr viele coole Tipps rund ums T-Shirt-Business direkt aus der Praxis. Und da ja, kriegst du für ein kostenloses Abo halt immer weiter neue Videos. Freitag, Sonntag, Mittwoch, 18 Uhr. Da gibt es dann Sachen zum Thema T-Shirt und Shopify-Business. Für die Shopify-Leute da noch die kurze Info. Also die Upgrade-Funktion ist jetzt auch freigeschaltet. Das Ganze oder der Ansturm hat sich doch von den Fragen in Grenzen gehalten, da die Kurse eigentlich ja doch recht breit aufgestellt sind von mir und da halt einfach jede Frage normalerweise beantwortet sein soll, wenn jemand doch eine Frage hat, wie man es öfter mal so sieht. T-Shirt-Business voll. Hey Frank, ich habe eine Frage. Ja, okay, also vielleicht zwischendurch kommt noch was, aber auf jeden Fall jetzt bin ich schon der Lage so ein bisschen Herr geworden, auch weil ich die Videobearbeitung jetzt abgegeben habe und deswegen ist diese Funktion jetzt frei. So, noch kurze Info zwischendurch. Bei Instagram gibt es jetzt regelmäßig auch Content und zwar ab morgen werde ich das Ganze noch umstellen. Das Profil wird da dementsprechend noch mal ein bisschen überarbeitet und da gehen auch schon die ersten Stories los. Morgen mit dem Fotoshooting zum Thema ja, Werbebilder aufnehmen und so weiter und so einer kleinen Merch-Kollektion von Montana Black. Denn die werden wir uns in einem Review dann auch genauer angucken und dazu brauchen wir noch ein paar schicke Bilder und die machen wir morgen am BER. Denn der ist ja noch zu. Wir sind ja in Berlin, weißt du selber. So, denn hier nochmal abonnieren und da gibt es noch ein paar weitere Videos zum Thema T-Shirt und Shopify-Business und ich freue mich dann, dich das nächste Mal hier wieder auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen.